Interaktive Karten und http://2. Nikolaus Kriesmer, bitteschön. Genau, jetzt soll es funktionieren. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Ich werde jetzt in den nächsten 5 Minuten kurz über interaktive Karten und HTTP2 reden. Ich werde das Ganze ein bisschen aus der technischen Seite betrachten, weil wie man an der Folie unschwer erkennen kann, komme ich aus der Universität Innsbruck und da von der Informatik. Ja, von dem her wird das Ganze jetzt mal kurze technische Betrachtung von dem Thema. Ganz kurz, was ist HTTP2? Und für was steht das Ganze? Also das Ganze steht für Hypertext Transfer Protocol in der Variante 2. Und ihr kennt es ja sicher alle von irgendwo, von den Browsern her, das steht immer vor dem www vorne und unerwarteterweise ist das eigentlich das Protokoll des World Wide Webs sozusagen. Ja, HTTP2 ist deswegen so ein interessantes Thema in letzter Zeit, weil die Entwicklung von dem Standard der Version 2 fast 18 Jahre gedauert hat. Also die momentan aktuelle Version und immer noch weit verbreitetste Version, HTTP 1.1, ist 1997 eingeführt worden. Und jetzt nach 18 Jahren gibt es endlich eine Nachfolge, der vieles besser machen soll. Aber da braucht halt einiges an Arbeit auch. Und deswegen will ich jetzt mal kurz sagen, was man als Benefit dann sozusagen zum Schluss rausbekommt. Der Vorteil schon einmal von HTTP 2 ist, dass er mit HTTP 1.1 komplett kompatibel ist. Man muss jetzt nicht alles komplett neu programmieren, wenn man den neuen Standard verwenden will. Es kann allerdings Vorteile haben, wie man zum Schluss dann sehen wird. Ja, und es ist, mittlerweile kann man das sagen, nachdem der Standard 2 letztes Jahr verabschiedet worden ist, die meisten Browser unterstützen den schon. Also gerade in allen gängigen aktuellen Versionen von Chrome oder Firefox oder auch vom Edge Explorer kann HTTP2 verwendet werden, mit der kleinen Einschränkung, die sich da die Browserhersteller selbst sozusagen auferlegt haben, nur wenn verschlüsselt wird. Also nur, wenn HTTPS vorn dran steht und nicht HTTP. Es gibt Ausnahmen, die auch bei HTTP den zweiten Standard erlauben, aber das ist ganz, ganz selten und die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, ist ein uralt Android-Browser, also nichts Gängiges. Ja, welche Änderungen bringt HTTP jetzt in der neuen Version mit sich, in der 2er-Version? Ja, es gibt Multiplexing, was so viel heißt, dass man über eine Verbindung mehrere Anfragen zur selben Zeit parallel asynchron schicken kann. Das ist schon mal eine tolle Nachricht, weil es im Großen und Ganzen eigentlich heißt, dass man die ganze Last, die ein Server kriegt, wenn viele Clients damit verbunden sind, nach unten fährt, weil man, und damit ist dann auch irgendwo die Reduzierung von dem ganzen Protokoll-Overhead auch noch irgendwie mit inbegriffen, weil man nur mal eine Verbindung zwischen einem Client und einem Server hat. Also wenn ich 6 Bilder lade, zum Beispiel im Rahmen von so interaktiven Karten, dann hat man bis jetzt 6 Requests an den Server schicken müssen, hat dabei 6 TCP-Connections aufgemacht und hat dann 6 Antworten zurückbekommen. Das war recht viel Arbeit für den Server. Mittlerweile geht es so, dass man nur mal eine TCP-Verbindung braucht und im Normalfall zwar auch 6 Requests und 6 Responses kriegt. Ja, es gibt eine Ausnahme, die ist auch wieder auf der Folie drauf, der sogenannte Server-Push. Da kann der Server dem Client eine Nachricht schicken, ohne dass der Client die angefragt hat. Anders formuliert, man kann, wenn man 6 Bilder lädt zum Beispiel, nur mehr eine Anfrage an den Server stellen und der Server weiß aber, na, du willst alle 6 Bilder sowieso, dann schickt er die mit einer Anfrage auf einer Verbindung im Rahmen von 6 Responses. Okay, Server Push. Wie schaut sowas näher aus? Also im Großen und Ganzen von links nach rechts die Entwicklung vom HTTP-Standard durchgehend. Ganz früher in Version 1.0, also irgendwann so 90er Jahre früh, waren wirklich alle Requests so sehr sequenziell und hat man alles hintereinander abfragen müssen. Das, was man jetzt momentan verwendet, sieht so aus. Also ist so, man stellt eine Anfrage, das ist meistens die HTML-Seite ganz oben. Dann kommt er irgendwann zurück, ja, du willst aber eine JavaScript-Datei und eine Bilddatei zum Beispiel. Nehmen wir an, das Rote ist die Bilddatei und das Pinke oder das Violette ist dann irgendwie die JavaScript-Datei. Dann werden eben 2 Requests gestellt und die kommen genau in der Reihenfolge vom Server auch wieder zurück. Deswegen ist jetzt in dem Fall exemplarisch so eine lange, ein Zeitstopper sozusagen dazwischen, weil einfach ein Bild zum Beispiel länger brauchen könnte. Und HTTP2 jetzt ohne Änderung am Programm sozusagen, wird so ausschauen, bis hierhin schaut sozusagen komplett gleich aus, aber die Antworten können in andere Reihenfolge kommen. Der Server kann es umpriorisieren und das, was er halt schneller auf der Festplatte findet, schickt er zuerst zurück. Mit Server-Push, okay, da muss man die Programme ein bisschen anpassen, schaut das Ganze dann wirklich so aus, dass man eine Anfrage stellen kann und dann mehrere Responses kriegen kann. Okay, ja, das ist sozusagen der große Benefit von HTTP2, dass man eben das Ganze zum Schluss schneller abarbeiten kann. Was heißt das jetzt für interaktive Karten? Also mit interaktiven Karten
muss man wahrscheinlich hier nicht erwähnen, meine ich immer so etwas wie Open Layers oder Leaflet, irgend so Ansicht in die Richtung. Ja, die produzieren typischerweise sehr viele Requests an einen Server, weil es werden eben sehr viele Build-Tiles meistens geladen, dass man das Ganze irgendwie pennen und zoomen kann. Eventuell gibt es noch mehrere Layers, die irgendwie transparent über so einen Base-Layer drüber liegen. Das führt im Normalfall zu sehr vielen Anfragen an den Server. Ja, so als Beispiel sind da jetzt so 9 Tiles beim initialen Laden plus vielleicht ein JavaScript-Framework noch dazu genannt und beim Pennen eben vielleicht braucht man da 3 Tiles. Auf jeden Fall sind es relativ viel. Und genau da passt oder greift das HTTP 2 an oder möglich die Verbesserung. Also im Optimalfall kriegt man es zum Schluss wirklich so hin, dass der Client nur mal eine Anfrage stellt und dann die komplette Karte mit allen Bildern mit, sagen wir mal, bei wenn 3 Zoom-Levels vorgeladen wird, mit so um die 27 Response-Bilder auf einmal, ohne dass jedes Mal Requests dafür geschickt werden ist. Und der größte Vorteil davon ist, wenig verwunderlich, bei mobilen Netzwerken. Überall da, wo die Latenz groß ist, wo eine Anfrage viel Zeit braucht, wo es gar nicht um die Bandbreite geht, aber wo die Latenz hoch ist, da ermöglicht HTTP 2 doch sehr starke Verbesserungen. Ja, was muss man dafür tun, um HTTP 2 verwenden zu können? Eventuell muss man seinen Server updaten, auf die nächste, letzte Apache-Version rauf oder auf Nginx auf irgendeine neue Version updaten. Und man muss Verschlüsselung einführen, weil eben die meisten Browserhersteller das nur mit Verschlüsselung erlauben. Gott sei Dank gibt es da seit einem guten Jahr so eine Initiative, die sich Let's Encrypt nennt, mit der Verschlüsselung relativ einfach umsetzbar ist, mit der man das ohne Kosten auf jedem, zumindest auf jedem Linux-Rechner sehr einfach und auf einem Mac und auf dem Windows auch irgendwie hinbekommt. Also da gibt es, man muss es tun, aber es ist ein bisschen Aufwand, den man tun muss. Am Client, ja, man muss neue Browser-Versionen sozusagen einsetzen, beziehungsweise man kann ja auch abwärtskompatibel bleiben für alte Browser, aber wenn man die Vorteile ziehen will, dann braucht man neue Browser-Versionen und man muss eben über HTTPS zugreifen. Ja, was heißt das jetzt für Geo-Server, Open-Layers, Leaflet für Karten und so weiter? Das ist so ein bisschen in der Diskussion, glaube ich, es ist noch nicht so ganz durch, wer da jetzt was wo implementieren muss, aber wenn man den Server-Push-Vorteil nutzen will, braucht man auch da noch irgendwelche Anpassungen, die es meines Wissens nach so noch in keiner stabilen Version gibt. Allerdings, da wird sich natürlich in der nächsten Zeit einiges tun und damit bin ich eigentlich auch am Ende und hoffe, dass man sozusagen dann aus HTTP 2 zum Schluss einfach Geschwindigkeitsvorteile für interaktive Karten rausbringt. Gibt es Fragen? Während ich die nächste Präsentation öffne, eine Frage kann man vielleicht durchlaufen lassen, wobei das bei Lightning Talks ja eigentlich unüblich ist. Gut. Das heißt aber beim Apache, muss man da ein Modul, wie man das so kennt, aktivieren oder bringt er das von sich aus mit? Beim Apache ist es so, in der letzten Version bringt das mit, im Normalfall. Das AL Chrome dann sozusagen will, da kann es sein, dass man noch Module zusätzlich braucht. Er versucht es automatisch, sobald die Rahmenbedingungen passen. Genau. Okay. Also, hallo alle zusammen. Mein Titel ist OSM Genie, Expertensystem für OpenStreetMap Tags. Mein Name ist Doris Silbernagel. Wie man sieht, komme ich auch von der Universität Innsbruck, auch vom Informatikinstitut. Von dem her, entschuldigen wir, wenn es zu technisch wird, aber wir sind eben die Informatiker. Was das Thema ist, eigentlich ganz kurz gesagt, ich beschäftige mich mit OpenStreetMap Quality, also Qualitätskriterien für OpenStreetMap, und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Tagging natürlich sehr heterogen ist. Es ist eigentlich, die üblichen Probleme sind dabei eben verschiedene Benutzermeinungen, verschiedene Art der Modellierung, unterschiedliches Wissen darüber, wie man was modelliert, unterschiedliche Erfahrung beim Editieren oder Erstellen von OSM-Elementen. Es kommt leider auch die technische Seite ein bisschen hinzu. Es ist manchmal nicht so intuitiv, in Editoren das zu finden. Wie tragt man Tags ein? Wie soll man das beschreiben? Und natürlich klassische Fehler sind Schreibfehler, also wenn man sich vertippt oder so weiter. Oder Sprache ist natürlich immer eine große Barriere, wenn als deutschsprachiger OSM englischsprachige Tags eintragen muss oder will, kann natürlich schon ein Problem sein für manche. Mein Lösungsvorschlag dazu, und da würde ich dann irgendwann mal später Meinungen dazu hören wollen, wäre der OSM Genie. Warum dieser komische Name? Also ganz kurz komme ich nachher noch darauf zu.
Zuerst mal die Probleme beim Editieren, ganz klassisches Beispiel. Also rechts sieht man so einen Kreisverkehr von einer Straße, neu entstanden, in der Mitte so eine typische Grünfläche in einem Kreisverkehr. Als Benutzer steht man dann da, ja, okay, sie hat was Grünes, was ist es denn? Ist es eine Wiese oder ist es ein Park oder ist es ein Garten oder als was soll ich denn das kennzeichnen? Na, die Suche unbedingt hilft auch nicht weiter, ich habe das ausprobiert, man tippt Gras ein, weil einfach grün ist Gras, also schauen wir halt mal, vielleicht hat man gar kein lokales Wissen oder sonstiges dazu, aber man sieht es und will es irgendwie trotzdem kennzeichnen und dann bekommt man zurück, teilweise Englisch, teilweise Deutsch, teilweise irgendwie mit irgendwelchen Symbolen, die man vielleicht nicht so identifizieren kann. Also ich habe es zum Beispiel nicht zuordnen können, dass das untere von einem Golfplatz stammen sollte. Ich bin kein Golfer. Von dem her war das dann recht schwierig zu identifizieren. Was soll ich denn da überhaupt als Benutzer eintragen? Also es ist zwar schon viel getan in der Richtung, aber vielleicht noch nicht eindeutig genug. Und es gibt genug Leute, die da einfach nicht die Erfahrung haben und dann irgendwas eintragen. Und dann haben wir Sachen drinnen stehen, die man eigentlich nicht drinnen stehen haben würde, wollen würde. Von dem her war meine Idee, jeder kennt ihn vielleicht noch von früher oder auch heute noch, sehr beliebt, Akinator, wer es kennt, ist eigentlich so ein Genie, der versucht, an eine Person, die man denkt, zu erraten, aufgrund dessen, dass er einfach Fragen stellt. Also man sucht sich am Anfang in Gedanken eine Person aus, man überlegt sich, man sollte ein bisschen was wissen über die Person und der Akinator stellt dann einfach ganz stupide Fragen, fängt dann ganz einfach an, versucht in eine Richtung dann abzuzielen. Und man gibt einfach nur Ja-Nein-Antworten, vielleicht gibt es mittlerweile auch und so weiter. Aber es ist einfach so Frage-Antwort-Spiel und im Hintergrund steckt eigentlich ein Expertensystem. Sprich, der Akinator versucht aufgrund von seiner eigenen Erfahrung oder aufgrund von Ähnlichkeiten, aufgrund von einer Datenbank, was er im Hintergrund hat, Wissensdatenbank, herauszufinden, was es denn am wahrscheinlichsten sein könnte, an welche Person man denkt. Das passiert eigentlich, also ich habe es nun einmal geschafft, dass er es nicht erraten hat, aber man kann mittlerweile sogar seinen Bürokollegen erraten lassen, dann sagt er halt, ja, es ist dein Bürokollege, es ist dein WG-Kollege, aber er findet ungefähr raus, an wen man denkt. Das ist eigentlich recht spannend, wenn man überlegt, wie wenig eigentlich der von einem weiß sozusagen. Und die Idee möchte ich eigentlich aufgreifen für OSM und sagen, was bringt unser Expertensystem? Also wir haben zwar Editoren, wir haben eine Suche, wir haben eine Möglichkeit, Tags einzutragen, aber wir sind nur zu wenig interaktiv mit unseren Usern. Wir könnten noch mehr aus den User rausholen. Also fragen wir doch die User aktiv, genauso wie es der Akinator macht. Meinst du das, meinst du das? Und es wäre nicht nur ein reines Vorschlagen von Tags, sondern wirklich gefragt sozusagen, meinst du eine Fläche, meinst du, also auch sprachlich aufbereitet sozusagen, dass man weiß, dahinter, also der User kennt kein Key-Value-Pair oder sowas, dem ist das egal, der will eigentlich nur wissen, ich will jetzt einen Garten zeichnen, fertig, ich will eine Straße zeichnen. Und der Vorteil von der technischen Seite gesehen ist es ein selbstlernendes System, also man kann aus Erfahrung sozusagen wieder weiterlernen, was hat der User in so einem Fall, wenn er so und so was editiert oder gezeichnet hat, ursprünglich meint und was kann man mitnehmen, die Informationen wiederverwenden und für nächstere wieder vorstellen. Und der einzige Nachteil, den ich drin sehe, ist natürlich ein bisschen der Overhead in der Implementierung. So ein Expertensystem ist nicht ganz so trivial zum Umsetzen, programmatisch gesehen. Da müssen wir dann abwägen, ob der Mehraufwand von der Implementierung und vielleicht auch von der Wartung, muss man schauen, ob das der gewünschten Qualitätssteigerung für OSM-Tags dann wirklich dafür spricht. Allerdings würde ich jetzt mal schon vorab mit trauen zu sagen, es wird sich wahrscheinlich auf längere Sicht rentieren. Genau. Wie man es ungefähr vorstellen könnte, wie das dann ausschaut, ist jetzt eben rechts. Wir haben da unseren Kreisverkehr, unsere Grünfläche gefunden, gezeichnet. Unser OSM-Genie sozusagen erkennt, ja, du hast da ein kreisähnliches Objekt in der Nähe von einer Straße gezeichnet. Mann, es könnte jetzt auch eine Straßenlaterne sein. Also fragt er mal, meinst du eine Straßenlaterne? Dann sagt der User, klickt auf, na, das meine ich eigentlich nicht. Keine Ahnung, komplett weit weg oder komplett nah dran, könnte man dann im Hintergrund ranken. Unser System, nehmen wir mal an, ist schon so intelligent, dass wir sagen, ah ja, okay, die Wahrscheinlichkeit aus Erfahrung raus weiß ich, du meinst wahrscheinlich eine Grünfläche im Kreisverkehr, weil es ist eine Straße, es ist rund, es ist grün, also es muss irgendwo was Bekanntes sein, was eben schon öfter vorkommt. Der User freut sich, sagt, ja, genau das habe ich gemeint, du hast es erraten. Und im Hintergrund speichern wir schön brav unseren richtigen Tag mit, das ist Land Use gleich Grass. Und dann haben wir eigentlich das Richtige drinnen stehen und eigentlich das, was wir haben wollten. Genau. Also das war meine Idee vom OSM Genie, das ist ein Work in Progress Name sozusagen, aber Idee sozusagen geklaut vom Akinator, vom Expertensystem hin zum Recommender-System.
Und mit dem bin ich eigentlich auch schon am Ende von meinem Vortrag. Danke. Ja, danke schön. Wie viel gibt es davon schon oder ist es eine Idee, die implementiert werden sollte einfach? Also ich bin eigentlich eher momentan auf der Recommender-Seite noch unterwegs, wo wir versuchen, einen sturheilenden Recommender zu bauen, der aber irgendwann mal mit einem Expertensystem quasi in die Richtung gehen sollte. Aber allein ist es ein ziemlich unbewältigbarer Task sozusagen. Aber es wäre das Ziel, ja, voll der Fülle. Okay, danke. Danke. Dietmar Seifert kommt jetzt. Idee eines POI-Datenabgleichs. Vielen Dank. Mein Name ist Dietmar Seifert. Ich mache auf regierosm.de bisher Straßenlistenauswertungen und Hausnummerauswertungen. Und es gibt halt Fälle, wo wir noch andere Listen bekommen haben in der Vergangenheit oder wo wir uns vorstellen könnten, dass wir Listen bekommen könnten, die bisher vielleicht noch nicht so ausgewertet werden können. Wir haben mal eine größere Liste bekommen von Schlauchomaten. Das sind also quasi Verkaufsautomaten, meistens bei Fahrradgeschäften, wo man halt auch außerhalb der Öffnungszeiten Schläuche kaufen kann. Haben wir bekommen, haben wir nur ins Wiki eingetragen. Es gibt keine große Verwaltung dafür, dass man prüfen kann, zyklisch sind schon viele eingetragen worden, welche gibt es in meiner Nähe. Wir haben bei uns konkret in der Nähe von Augsburg Kontakt bekommen zu DonauWord, zu einem City-Management und die haben vorgeschlagen, alle ihre Geschäfte in DonauWord uns von der Adresse zu übergeben und zu prüfen, sind die alle schon drin und möglichst auch die restlichen reinzutun. Wir haben mal LEW-Ladestationsadressen bekommen für Autos und auch für E-Bikes und Defibrillatoren, wo die sein sollten. Es gibt eine große Liste, die kam vor ein paar Monaten auf, wo wir die Straßenbauwerke quasi an den Bundesstraßen, Landstraßen bekommen, die allerdings nicht genaue Adressen haben. Oder es gab schon mal eine Kette, die uns alle Supermärkte von ihrer gegeben hat mit Adressen. Man wollte wissen, wie viele in welchem Land schon davon bei uns drin sind. Was in den Listen meistens drin ist, ist eine konkrete Adresse, hoffentlich. Mindestens halt Straße, wenn es geht, und Ort. Der Name halt von der Kette oder von dem Geschäft oder von dem Ort, wo es dazugehört. Bei den Defibrillatoren sehr oft Bänke, also Sparkassen und Banken oder auch Rathäuser. Es gibt eventuell weitere Angaben. Wenn die Liste nicht nur Defibrillatoren hat, zum Beispiel bei Geschäften, ist es eine Bäckerei, Schuhgeschäft oder welche Art von Geschäft. Oder implizit natürlich auch Angaben, weil es hat die Kette X gebracht. Also werden wir das im Brand oder im Operator halt eventuell relativ oft diese Kette wiederfinden. Straßenbauwerke wäre eigentlich sinnvoll. Das sind 50.000 Brücken in Deutschland. Da gab es mal vom halben Jahr von Spiegel Online mal einen Artikel mit einer Karte, wo die dargestellt wurden, wie viele davon baufällig sind. Diese Liste ist quasi öffentlich nutzbar von uns, hat den Nachteil, dass dort nur die Gauss-Krüger-Koordinate, die Bauwerksnummer hat die Gauss-Krüger-Koordinate von dem jeweiligen, von der Fläche, plus darin eine laufende Nummer und es steht der nächste Ort drin und es stehen die betroffenen Straßen drin. Das heißt, da kommt man mit einer normalen Adresssuche dann nicht mehr aus, sondern muss sich ein paar andere Sachen überlegen. Deswegen ist es von mir auch eher so, wenn ich es realisiere, dann in der zweiten Phase zu machen, weil das einfach das kompliziertere Suche bedingt. Die Idee ist halt im Prinzip, welche von den Points, die mir einer bringt, sind schon in OSM vorhanden und wenn ja, sind sie vollständig vorhanden. Das Ganze kommt eigentlich von der Idee, habe ich mal gesehen, beim Point of Interest Checker. Der ist ein Bestandteil von der Wheelmap, ist dort eine fertige Applikation, kümmert sich halt wirklich auch um rollstuhlbezogene Themen, was aber auch damit zu tun hat, dass das Datenmodell, was er verwendet, auch wirklich Tabellen hat oder Spalten hat, die sich wirklich um Rollstuhlthemen kümmern. Das heißt, der ist nicht allgemein wiederverwendbar, müsste erst groß umgebaut werden und ist auch nicht in dem nicht so programmiert, dass ich das halt mir gerne übernehmen würde und halt weiterentwickeln würde. Aber von der Idee her ist der sehr gut.
wenn ich eine Liste bekomme, das Ganze ist ja noch im Experimentierstadium, ich probiere das momentan lokal bei mir, dann muss ich noch diese Objekte identifizieren und halt noch USM, Key und Values dazu tun. Das ist bei Defibrillatoren halt einfach, das ist halt ein Thema, einmal dazu, dann habe ich das. Bei den ganzen Geschäften ist man dann schon mal ein bisschen mehr beschäftigt, das waren 300 Geschäfte und ich habe nur 270 Geschäfte auch hinbekommen, weil irgendwann mal Nagelstudio geht noch, aber dann wird es am Ende noch relativ dünn, weil wir nicht alle Kombinationen an Geschäften heute umsetzen können, wo wir noch keine Texte dafür haben. Was ich mache, ist von der Idee her und lokal auch durchführend, dass ich quasi pro Objekt zwei Suchanfragen stelle, eine Nominatim-Anfrage und eine Overpass-Anfrage. In der Nominatim-Anfrage frage ich nur nach der Adresse, ist unter der Adresse konkret etwas vorhanden und hol mir das Ergebnis. Und in der Overpass-Anfrage frage ich innerhalb des Ortes, der mir gegeben ist durch die Adresse und die vorhandene Straße, entlang der Straße mit einem 50-Meter-Puffer, alle Objekte, die dort vorhanden sind, und hole mir die. Diesen Puffer könnte man auch noch anders anlegen. Momentan habe ich erstmal 50 Meter genommen. Und das, was zurückkommt, das bewerte ich im Sinne von der Adresse, der Key Values, die ich von dem Fachthema vorgegeben habe und von dem Name und baue mir dann ein Ranking zusammen, dass ich optimal eine 1 bekomme und halt für Adressübereinstimmung entsprechend so bis zu 0,4 zurückbekomme. Bei den Key-Values werde ich halt 0,3 bekommen. Das kann aber noch differenzierter werden. Momentan sehe ich nur so 1-2 Key-Values vor. Und wenn man dann mehrere hätte, würde man quasi noch genauer differenzieren können. Und der Name wird auch noch geprüft, ob der Name komplett normalisiert vorhanden ist oder aber teilweise vorhanden ist. Das wäre jetzt mal eine beispielhafte Liste, wo ich jetzt für DonorWord einfach mal die ganzen Geschäfte bekommen habe, sie eingetragen habe über einen Import. Und frage dann, ruft dann eine auf, bekommt dann in dem Moment heraus, dass ich für den Spielraum Lugl entsprechend mit der konkreten Adresse 3 Treffer habe und die vom Ranking her so abstufend angezeigt werden. Den Spielraum gibt es quasi zweimal, deswegen auch 2 Treffer, die relativ gut gerankt sind, aber der eine mit 0,8 sehr gut. Die hat nicht die 1,0 erreicht, weil er quasi Spielraum Lugl in der Vorgabe drin war, aber nur Lugl heißt. Das heißt, der Bestandteil war halt dann nicht der volle Treffer innerhalb des Namens. Da hinten fehlt noch bei Kategorie die Angabe, wenn es leer ist, dass es im Prinzip die Adresse ist, die halt dann getroffen hat. Und von da aus soll dann quasi der Aufruf nach JOSM oder zu einem ID-Editor gehen, möglichst JOSM, damit die Personen dann dort noch reinschauen und die Situation da erst anschauen. Das möchte nicht hier einen Editor reintun, um von hier aus schon an dem Objekt zu arbeiten und das hochzuladen, weil ich dann nie in der Karte gesehen habe, was in der Nähe ist und ob in der Nähe vielleicht noch ein passenderes Objekt ist, was einfach von mir nicht gefunden wurde. Das wäre so ein bisschen blindes Daten ändern, das möchte ich nicht machen. Ich möchte schon, dass der normale Editor, den ein User verwendet, halt weiterhin verwendet wird. Das Ganze läuft momentan noch relativ kleinseitig, das heißt, einer klickt drauf auf die Objekte und bekommt dann das Feedback, das soll aber dann im Hintergrund eigentlich im Server laufen und dann auch zügig geprüft werden. Vielen Dank. So, damit sind wir beim letzten Lightning Talk, bevor es dann in die Kaffeepause geht. Bernhard Ströbel von der QGIS-Anwendergruppe Deutschland e.V. Ja, ja, da gibt es auch noch einen eigenen Verein seit kurzem, aber sind eng verbunden auch mit dem POSCIS e.V. Erste Hilfe bei QGIS, bitteschön. Bitte. Wie geht's? Muss eigentlich schon. Ja, ist dann wunderbar. Gut, danke für die Einführung. Dann fange ich gleich an. Das ist ein Vortrag, der richtet sich so ein bisschen an tatsächlich an Anfänger, die auch auf der FOSCIS häufiger mal da waren. Ich habe jetzt hier plötzlich das QGIS und habe furchtbar Kopfweh. Wie geht denn das? Wo gucke ich nach? Was kann ich denn machen damit überhaupt?
Klar, wo ist der Arzt? Ja? Also ich brauche irgendeine Art von Support, aber bitte keinen irgendwie so Quacksalber oder sowas, sondern das soll schon, ich habe bisher so ein schönes proprietäres System gehabt, da habe ich immer hübsch anrufen können, wie mache ich das jetzt mit dem Kugis? Hier kommt der Support. Was gibt es für Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit ist immer lesen. Ja? Wir haben, es gibt das Kugis-Handbuch, immer für die Long-Term-Support-Version auch in Deutsch. Ansonsten immer in Englisch, auch etwas früher immer schon in Englisch. Dann gibt es die Webseite von Kugis selbst, kugis.org. Da ist sind einige deutsche Inhalte drin, aber nicht alles ist da übersetzt. Auch da kann man sehr gut schon lesen. Es gibt Mailinglisten, einmal die Foskis, die deutsche Foskis-Talk-Liste, wo eben sozusagen allgemein Probleme mit Foskis-Software auf Deutsch, also da werden Fragen zu krass gestellt, zu verschiedenen, aber eben auch relativ viel zu Kugis wird da gestellt. Auch da kann ich sozusagen recherchieren in den Archiven, ob vielleicht da was drin ist, genauso die englischsprachige Kugis-Userliste. Auch da ist vielleicht schon irgendwas da gewesen, was jetzt meinem Problem entspricht, wo ich nachlesen kann. Und auch eine sehr, sehr schöne Hilfe ist das Stack Exchange, also GIS.Stack Exchange. Da gibt es auch einen eigenen Kugis-Tag. Ich glaube, ich hatte irgendwie geguckt, das war irgendwie das, was am meisten getaggt war. Also ist auch relativ aktiv dort. Sozusagen recherchieren, hat jemand das Problem schon gehabt, ist es dort schon gelöst. Und wenn das nicht der Sache ist, kann ich natürlich auch selbst eine Frage stellen. Wir erinnern uns vom Erste-Hilfe-Kurs, da gab es immer so diese Wehrfragen. Was ist geschehen, wer meldet, wie viele Verletzte und so. Ja? Also auch hier sind Wehrfragen zu beantworten. Wenn ich also dort eine Frage stellen möchte, erstmal muss ich natürlich mein Problem beschreiben und zwar möglichst genau. Je genauer das Problem beschrieben wird, desto eher kommen noch Antworten. Erstes. Zweites, was habe ich eigentlich bisher gemacht? Welche Schritte habe ich unternommen, um das Problem zu lösen? Weil nur dann können andere auch nachvollziehen, was ist. Und es wird auch immer ganz gerne gesehen, wenn man erstmal versucht, das Problem zu lösen und nicht erstmal nur eine Frage da reinknallt. Dann auch guter Hinweis, welche Softwareversion setze ich ein? Die Software an sich ist jetzt in dem Fall natürlich Kugis, aber wenn es eine andere Software wäre, würde man es auch reinschreiben. Und natürlich die Version, weil manchmal sind Sachen in einer neueren Version, haben sich schon geändert oder Probleme, Fehler sind vielleicht auch schon repariert worden. Und eventuell auch noch wichtig, welche Datenquelle nutze ich? Arbeite ich mit einer Shape-Datei, arbeite ich mit einer Datenbank, wenn ja, mit welcher und so weiter. Jetzt ist er schon etwas glücklicher. Jetzt stellt er aber fest, irgendwas ist hier kaputt, da ist wirklich ein Fehler in der Software. Was mache ich, wenn ich also jetzt tatsächlich einen Softwarefehler entdecke? Da gibt es bei Kugis den Bug-Tracker, auch im Internet. Bitte, oder wichtig, zuerst gucken, auch wieder lesen sozusagen, ist der Fehler vielleicht schon gemeldet? Nicht, dass das Thema das Gleiche auftaucht. Und wenn man sich aber sicher ist, nee, ist noch nicht da, oder andersrum, wenn ich einen Fehler schon finde, kann ich vielleicht dort mit was dazu schreiben, mehr Informationen geben, Beispieldaten hochladen, die den Fehler nachvollziehbarer machen. Und wenn es das noch nicht gibt, dann kann ich tatsächlich auch selbst, oder ist auch sinnvoll, den Fehler wirklich selbst zu melden. Und also ich bin selbst auch immer wieder erstaunt, dass manche Fehler dann auch innerhalb von wenigen Stunden auch schon beseitigt sind, nach der Meldung. Also das ist wirklich sehr aktiv. Kann ich natürlich dann nicht direkt, muss ich dann sozusagen die Entwicklerversion oder den Nightly Build dann benutzen, kann ich die irgendeine Stable-Version nehmen. So, jetzt bin ich schon fast glücklich. Jetzt brauche ich aber noch viel mehr bei Kugis. Was kann ich denn noch so machen? Also Kugis selbst hat schon eine sehr breite Funktionalität und ich denke, es ist bekannt, dass es auch Plugins für Kugis gibt. Viele hundert, ich weiß nicht, also irgendwie war jetzt irgendwie die 1000 war jetzt überschritten, aber ich glaube, das sind auch welche schon, die gibt es gar nicht mehr. Also die Nummerierung geht fort. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es 1000 verschiedene gibt, aber insgesamt gibt es vielleicht 1000. Die kann ich entweder über das Menü Erweiterungen finden, dort steht immer eine Kurzbeschreibung, oder auch direkt auf plugins.kugis.org recherchieren. Dort wird meist noch genauer beschrieben. Es gibt einen Link auf den Quelltext oder auf eine Wiki-Seite, wo nochmal beschrieben wird, was das Plugin tatsächlich tut. Und natürlich kann ich auch selbst ein Plugin schreiben. Dazu gibt es auch Hilfe auf der Kugis.org-Seite, glaube ich. Nicht ganz sicher. Und es gibt ganz wichtig ein Plugin, das mir eigentlich so einen Rahmen schon baut, der nennt sich Plugin Builder. Ja, was noch weitere Informationen? Man kann natürlich zur Foskis-Konferenz kommen, die Hürde ist schon mal genommen. Es gibt Anwendertreffen. Ich weiß, in der Schweiz schon seit einigen Jahren. In Deutschland treffen wir uns jetzt eigentlich auch regelmäßig immer im September in Kassel.
glaube am 23. das nächste Mal, 23. September in Kassel, wird auch nochmal genauer bekannt gegeben. Das ist dann wirklich vom KUKIS Anwenderverein. Und man kann natürlich, ich glaube in Österreich gibt es was Vergleichbares nicht und ich habe auch noch nicht gesehen, dass es in dem Sinne Anwendergruppe gibt in Österreich. Vielleicht auch mal eine Idee. Ansonsten weiß ich, dass einige Österreicher auch bei der Schweizer Gruppe dabei sind. Und klar, weil ich jetzt hier für die deutsche Gruppe bin, man kann natürlich auch sich an uns wenden oder natürlich auch Mitglied werden. Danke. Oh, danke schön. Die Zeit sagt eigentlich, dass wir schon seit 5 Minuten in der Kaffeepause sind. Und deswegen möchte ich es gar nicht weit noch rauszögern. Zwei Sätze möchte ich aber noch loswerden. Ein großer Vortrag, da folgen noch viele. Auch ein Vortrag, der mir wirklich viel Appetit gemacht hat auf die diesjährige FOSCIS-Konferenz. Lightning Talks mit vielen Denkanstößen, finde ich auch ein sehr guter Einstieg. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Und ich hoffe, Sie haben jetzt auch richtig Lust bekommen auf die nächsten Vorträge. Oder auch Lightning Talks, wenn es sogar so weit ist, dass Sie das Gefühl haben, Mensch, ich habe da ein interessantes Thema, das ich in 5 Minuten ein paar Leuten auch noch mitteilen möchte. In dem Bereich, wo Lightning Talks vorgesehen sind, ist noch etwas Platz. Sprechen Sie uns einfach an, sagen Sie, ah, das ist ein Thema, das gärt in mir schon lange, das muss ich endlich loswerden, dann bringen wir das auf jeden Fall noch unter. Kein Problem an der Stelle. Und ich sehe auch, meine Folien sind mit dieser letzten Lightning Talk Folie am Ende. Ich hoffe, Sie haben jetzt viel Spaß. Erstmal einen Kaffee und um 15 Uhr geht es dann weiter mit den regulären Vorträgen. Viel Spaß. Applaus